Und damit ganz herzlich willkommen hier bei uns. Auf dem Berliner Kurfürstendamm ist am Vormittag vor einer Bank ein Geldtransporter überfallen worden. Ein Augenzeuge filmte die Sekunden, in denen vier Täter in aller Eile ihre Beute in einem geräumigen weißen Sack verstauen. Nach Angaben der Polizei konnten alle Täter fliehen. Zwei Wachleute sollen bei dem Überfall am Kudamm-Ecke Bleibtreustraße verletzt worden sein. Einer davon offenbar schwer. Unklar ist noch, ob auch Schüsse gefallen sind. Nach Angaben der Bild-Zeitung wurde der mögliche Fluchtwagen später ausgebrannt in der Nähe der Stadtautobahn sichergestellt. Und Paul Sonntag ist für uns vor der Volksbank in Berlin an der Ecke Kudamm-Bleibtreustraße. Paul, was weiß man denn schon gesichert über diesen Tathergang? Also das Video, das du angesprochen hast, das wir auch gerade gesehen haben, das ist natürlich ein Haupthinweis, den man jetzt nochmal nachgeht. Aber auch Zeugen werden hier vor Ort noch befragt. Das ist auch eine Situation, die man bei der Berliner Polizei eigentlich ganz gut kennt. In den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise im letzten Jahr, gab es immer wieder ähnliche Fälle, die nach dem gleichen Muster passiert sind, auch auf Geldtransporter. Wir fragen mal nach bei der Berliner Polizei, bei Michael Gassen, der jetzt bei uns ist. Herr Gassen, was weiß man aktuell über die Personen, die flüchtig sind, vor allem auch über die Anzahl und wo sie vielleicht aufhalten können? Na, wir wissen, dass es mehrere Täter waren, die auch bewaffnet waren. Die haben so gegen 10 Uhr die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter überfallen. Die beiden waren gerade dabei, die Geldautomaten einer Bank zu befüllen. Die Täter sind dann geflüchtet mit Beute in einem Fahrzeug und zurzeit überprüfen wir in der Bessemer Straße, ob das möglicherweise dort brennende Fahrzeug das Tatfahrzeug ist. Inwiefern weiß man, ob Gewalt auch angewendet wurde? Also von Schüssen ist jetzt erstmal nichts berichtet worden, aber man sieht auch auf dem Video einen der Sicherheitsmänner am Boden liegen. Wie haben Sie sich da den Zutritt verschafft und wie geht es diesen Personen vor allem? Ja, die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter werden zurzeit in einem Krankenhaus untersucht. Wir wissen, dass die Täter auch Reizgas eingesetzt haben. Es gibt auch Videos, die das belegen. Daher haben meine Kolleginnen und Kollegen des Landeskriminalamtes auch jetzt ein Hinweisportal geschaltet auf der Internetseite der Polizei Berlin. Hier erhoffen wir uns natürlich, dass Anwohnende, die etwas beobachtet haben, die möglicherweise Aufnahmen von dem Sachverhalt, von der Tat gemacht haben, ihre Aufnahmen uns zur Verfügung stellen und auf der Internetseite einstellen. Jetzt gibt es doch ein gewisses Muster, das wir hier erleben, das man auch schon in der Vergangenheit öfter mal gesehen hat. Inwiefern kann man da jetzt schon Parallelen ziehen und weiß man, wie viel dann wirklich auch entwendet wurde? Man sieht auf dem Video, dass die Kassetten eingepackt wurden, aber wie viel wirklich weg ist, weiß man das schon? Dafür ist es einfach noch zu früh. Wir sind gerade dabei, den Tatort zu untersuchen. Dementsprechend sind auch Kriminaltechniker hier vor Ort. Wir befragen Zeugen. Hier erhoffen wir uns natürlich Hinweise, Täterbeschreibungen und Ähnliches, um unsere Fahndungsmaßnahmen entsprechend zu forcieren. Über Höhe der Beute können wir zum Augenblick noch gar nichts sagen. Schreiben Sie vielleicht noch mal ganz kurz, wie jetzt die Fahndung auch konkret weitergeht. Hat man schon Anhaltspunkte außer eben der beiden Fahrzeuge, die man untersucht? Und ist hier die Spurensicherung halbwegs abgeschlossen oder hat man noch irgendwas gefunden? Es werden noch weiterhin Zeugen befragt. Es gibt Videos, die entsprechend ausgewertet werden. Und anhand der Täterbeschreibung werden natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen hier im Bereich informiert, um dann eben entsprechende Fahndungsmaßnahmen einzuleiten. Vielen Dank, Herr Gassen. Wir werden vielleicht im Laufe des Tages dann nochmal sprechen, weil das ist auch üblich in diesen Situationen, dass das dann tröpfchenweise immer neue Informationen auch dazukommen. Wir können vielleicht nochmal einen abschließenden Blick auf die Szenerie werfen. Dieser Wagen hier hat sich seit dem Überfall wirklich nicht bewegt. Wir sehen hier, dass immer noch viel Polizei vor Ort ist. Die gröbste Spurensicherung, die ist offenbar abgeschlossen. Natürlich ist die Filiale auch inzwischen geschlossen. Wir sehen auch, wenn wir nach oben schauen in die Fenster, auch dass nach wie vor wirklich Mitarbeiter noch im Gebäude sind. Da werden auch natürlich noch Befragungen weiterhin durchgeführt. Und dann ist die sicherlich drängendste Frage, wo halten sich diese Personen auf? Auf dem Video sind vier zu sehen, dann möglicherweise noch ein Fahrer. Also das scheint doch eine von langer Hand geplante Aktion gewesen zu sein. Danach sieht das aus. Du verfolgst den Fall natürlich weiter für uns. Danke für den Moment, Paul.